Vier großartige Komiker und brillante Sänger, auf die besitzen bleiben, meine Herren. Sie sind nicht gemeint. Auf die Bühne bitten und dabei heute fast nur über Deutschland geredet haben, ist heute nicht mehr aus. Beschäftigen Sie sich nur mit der Frage, wie eigentlich das Ausland uns Deutsche sieht. Eine Antwort darauf aus dem sonnigen Spanien. Lalelu. Un, dos, tres, cuatro. Sie haben lange Nasen und ein bleiches Gesicht. Sie haben Angst wie Hasen, sie pflegen ihren Rasen. Vom Wandern haben sie Blasen, haben depressive Phasen und sind ständig vor Gericht. Sie wissen nichts von Stolz und nichts von Leidenschaft. Ihr Herz niemals schmolz, ihre Kondome sind aus Holz. Die meisten sind Trolls, sehen aus wie Olaf Scholz, ohne Saft und Kraft. Doch einen gibt's in Alemannia, der ist im Herzen wie ein Spanier, ein Frauenverführer. Ihr fragt mich, wer? Hört mal alle her, auch Merkel liebt ihn sehr. Und darum ist er ihr Kanzleramtsminister. Ronald Pofalla, was für ein Temperament. Als der Mann für Moment intelligent und kompetent, seine Worte schlagen Funken, hat er was getrunken, ein Tanzbodenknaller. Ronald Pofalla. Der Bofalla-Tanz. Bofalla, 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 Ronaldo. Bofalla. Ronaldo. Bofalla. Bofalla, Bofalla, Bofalla. Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Bofalla, Bofalla, Bofalla. Ich kann deine Scheiße nicht mehr hören. Er ist ein Rhetoriker, Karriere machen und vielleicht ist er euer nächster Kanzler. Ronald Pofalla. Pofalla, 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 Pofalla.